So, meine Lieben, wir sind immer noch beim Buch Schlechtwetterprognose Depression. Und ich bin an diesem Punkt, wo jetzt die Gedanken kommen, was die Betroffenen so immer wiederkehrend haben. Ich habe ja recherchiert und ich habe also mit vielen Leuten gesprochen, die das so haben. Und wir haben ja nur eine niedrige diagnostizierte Depression, wobei die Dunkelziffer bei weitem höher ist. Und zur Depression möchte ich nur sagen, dass es natürlich stoffwechselbedingte Depressionen gibt und eben auch lebensrhythmusnahe, zum Beispiel Pubertät, Wechseljahre. Und dann auch oft, wenn man dem Tode nahe ist. Also nur damit ihr wisst, wie ich zu diesen Sätzen gekommen bin, das sind also nicht meine Sätze, die ich fühle, denke oder so, was durchgemacht habe. Wobei ich sagen muss, ich habe also keine Depression gehabt, aber nach diesen Sätzen, und ich zeige euch die Sätze, die habe ich auch wirklich brutal, nachdem das ganze Bild mit Bildern von mir hervorgehoben ist, habe ich tatsächlich die nur schwarz hervorgehoben mit diesem einen Gedankensatz. Also ich bin sehr gründlich im Ausdrücken, künstlerisch setze ich das natürlich auch in die Bildsprache um. Und sie sind schwärzer als schwarz sein kann. Und nach diesen vielen Interviews von diesen Menschen, die betroffen sind, glaubt ihr mir, es hat mich so arg bezogen. Ich habe gesehen, das Buch muss jetzt fertig werden, sonst habe ich bald selber eine Depression. Das war also gar nicht so witzig. Und zu mir persönlich muss ich sagen, ich war einmal betroffen selbst von so einer Wochenbettdepression. Das ist was ganz Schreckliches. Ich habe es beim zweiten Kind gehabt. Ich habe ja vier. Wenn ich das beim ersten Kind gehabt hätte, gäbe es keine vier. Und Gott sei Dank war es beim zweiten, weil so wusste ich zumindest aus einer Erfahrung, dass ich gewusst habe, das ist nicht normal und da passiert etwas mit mir, wo ich nicht mehr zuordnen kann, da stimmt was nicht und da konnte ich dann zum Arzt gehen und ich habe einen Östrogenmangel gehabt, der passiert ist aufgrund von Umständen. Weil als ich mein Kind geboren habe, zum Beispiel, das zweite lag mein Erstgeborener einen Stock tiefer und hatte einen Leistenbruch und eine Operation und wenn ich dort nicht dazukomme, wäre nach meiner Geburt, wäre er wahrscheinlich gestorben. Und auf das hin habe ich so einen Schock gekriegt, dass ich natürlich nicht stillen konnte und ich musste dann so ein Spray nehmen, der von der Nase direkt ins Hirn geht, um das auszulösen. Ich bin der Meinung, dass das einfach ein Produkt von dem Ganzen war, dass mein Haushalt noch hat, den sich nicht ordentlich einstellen konnte und ich einen Östrogenmangel gehabt habe. Und welch Glück, sollte es irgendeiner Dame da draußen passieren. Ich bin zum Arzt gegangen, nach langem Quälen, wirklich nach Schuldgefühlen, Schamgefühlen und großer Trauer eigentlich, dass ich diese Gefühle nicht gehabt habe für mein zweites Kind, wie ich es vom ersten kannte, so dass ich total glücklich war. Die hat dann gesagt, doch gar kein Problem, nachdem wir das blutmäßig festgestellt haben, du kriegst eine Fläschchen auf den Po und damit ist erledigt, das geht nicht lang und dann hatte ich deinen Östrogenspiegel wieder oben und dann dürfte alles wieder in Ordnung sein. Und ich kann euch das nicht sagen, aber Tatsache, 24 Stunden später war das weg. Also ich bin jetzt nicht gerade jemand, der Arzneimittel hervorhebt, auch nicht verteufelt, aber wie gesagt, es gibt manchmal Situationen, da braucht man das. Und da kann einem das helfen, durch die Talsohle kommen. So, und zum Zweiten muss man auch unterscheiden, ist es eine Trauer oder ist es eine Depression? Also es ist ja ein Schritt davon. Also wenn man trauert über eine Lebenssituation, die sich verändert, über ein Todesurteil, das man gekriegt hat, oder über eine Veränderung vom Körper oder eine sonstige einschneidende Lebensveränderung, dennoch kann man in diesem Prozess
erkennen, dass ein Step davon, also ein Schritt davon, die Depression ist. Es ist eben das Hängenbleiben im Alten und nicht akzeptieren vom Neuen, vom jetzigen Zustand, also nicht ins Jetzt kommen. Und erst im jetzigen Zustand kann man dann weiter vorausschauen oder man kann durch den jetzigen Zustand eigentlich sein Vorausschauen selber mitagieren, planen. Und ich habe ja in so einer Lebenssituation gesteckt. Also meine Kinder sind von mir gegangen worden durchs Leben. Irgendwie war das eine ganz schmerzliche Sache und ich habe das Muttersein sehr geliebt und bin natürlich auch in dem Alter, wo mir vielleicht viele nachvollziehen können, dass ihre Kinder groß werden und dass dieser Abschnitt mehr oder weniger ein Ende gefunden hat. Und ich war sehr, sehr lange traurig, wirklich unfassbar lange traurig. Und habe getrauert und bin damit auch meinen Kindern und allen auf den Geist gegangen damit. Aber ich habe mir dann auch Hilfe geholt, nur damit ihr wisst, was ich hier propagiere, mache ich auch selber. Und ich kann mich noch erinnern, dass diese Diagnose, ja, jetzt rutschst du aber in eine Depression rein, anstatt dass du weiter in der Trauer bist, da habe ich mich furchtbar gewehrt. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich meinem Arzt gesagt habe, sie gestatten mir gefälligst meine Zeit, die ich brauche, um die Trauer zu überwinden, bevor sie mir eine Krankheit an den Hals werfen, ohne dass es wahr ist. Und ich bin dann stinkesauer geworden und darum sage ich ja nochmal, die Wut, die hilft euch, der Zorn hilft euch aus dieser Situation oft herauszukommen. Und es tut mir leid, wenn es dann ein anderer trifft, der das hervorholt oder in dir hervorruft, dass du dich zusammenreißt und den dann irgendwie niedermachst, weil er dient dir im Augenblick, dass du wütend werden darfst, um deine Trauer zu überwinden oder eben auch den Schritt der Depression nicht akzeptierst, im Sinne von, okay, es muss doch noch was anders geben. Weil oft kann eine Diagnose auch dich so niederschmettern, dass du diese Diagnose akzeptierst, aber auch dann die Situation. Also eine Diagnose zu akzeptieren ist okay, aber es auch wieder mit Distanz zu betrachten und in eine Relation zu setzen zu deinem Leben ist ganz wichtig. Weil damit endet nicht dein Leben und auch nicht die Situation. Und es gibt so einen schönen Satz. Auf dieser Welt, auf dieser Erde, in unserem Leben ist tatsächlich alles vergänglich. Es ist alles vergänglich, es geht vorbei, auch das geht vorbei. Und dieser Satz habe ich mir oft dann mal hergenommen, wenn ich so traurig war und habe gewusst, auch das geht vorbei. Und ja, und jetzt komme ich zu diesen Wahnsinnssätzen, die sie mir erzählt haben, wo ich wirklich gesagt habe, oh je, jetzt muss ich das Buch endlich fertig machen, sonst kriege ich Depressionen. Und das war. Und ich hülle mich hier wirklich in Dunkelheit. Ich werde mein Gesicht jetzt neigen, ich werde euch nicht mehr anschauen, weil die neigen auch den Kopf vor Scham und weil das ja keiner hören mag und weil es keiner hören sollte. Also werde ich das jetzt auch so interpretieren, okay? Alles um mich herum hat sich verändert und jeder kann anscheinend vorwärts gehen. Nur ich bin im Packeis gefangen, muss immer noch an derselben einen Stelle stehen. Ein seelisches Wrack, für das es keine Prognose mehr gibt, weil in Stein ist es geschrieben, nichts mehr an mir ist heil, mein Leben verwirkt. Wie kann mich so kaputt noch jemand lieben? Egal, was auch immer ich mache, alles ist sinnlos, weil die Wetterlage nicht passt. Für andere bin ich sowieso nur eine optische Täuschung und obendrein eine Last. Ach, wie soll es nur weitergehen mit mir und meinem Leben?
ziehe jeden mit mir runter und habe auch nichts mehr zu geben. Zudem verletze ich stetig, wenn auch unabsichtlich, jene, die ich besonders mag. Kann es aber weder fühlen noch lenken, nicht nur für mich ein herber Rückschlag. Für meine Familie bin ich auch nur eine einzige Enttäuschung, das sogenannte Problemkind. Weil ich mein Leben nicht auf die Reihe bekomme und partout keinen Aufwind finde. Also Leute, das geht tatsächlich so weiter. Die denken das, also sie fallen jemandem zu Last, sie sind übrig, es will eh keiner hören, es will eh keiner sehen. Ich bin sehr einsam, ich bin sehr alleine, es gibt da draußen niemand mehr, was soll eigentlich noch? Also das ist wirklich so eine absolute Abwärtsspirale. Und das Schlimmste ist dann, wenn sie es zu glauben beginnen, tatsächlich. Und ich weiß, dass es für die Betroffenen selbst schrecklich ist und nicht minder fürs Umfeld. Also, weil selbst wenn sie wollen, sie können ihn da nicht rausholen, sie können ihm das nicht widerlegen, sie können ihn noch so viel lieben. Das ist denn ihnen zu viel, zu nahe, zu übrig und unglaubwürdig. Sie haben angefangen, den Gedanken zu glauben. Also ganz schrecklich. So, und jetzt möchte ich es aber auflösen, damit das nicht wirklich nur so sitzen bleibt in den Köpfen. Ich bitte euch jetzt wirklich, das nächste Video anzuhören. Für all diejenigen, die solche Sätze haben und für all diejenigen, die mit Menschen zu tun haben, die solche Sätze haben, ja? Also, wir sehen uns im nächsten Video.